So, weiter geht's. Ja, du erinnerst dich an die Kalkulation von ein paar Stunden. Jetzt geht's weiter mit Sales Training und Hip-Hop in den Ohren. Und damit du da mal siehst, wie tief der Scheiß eigentlich geht hier, ja, so ein Personal Coaching, da wird schon richtig trainiert, ja. Wir haben uns also entschieden, du erinnerst dich, ja, Kalkulation, was muss man wo, wie verschachern. Und wir haben uns dann entschieden, pass auf, geh los. Wir haben uns erstens mal, Step 1 ist, was willst du verkaufen? Wir haben uns, und ich möchte hier nicht auf die verschiedenen Dinge eingehen, sondern einfach sagen, wir haben uns für Solution und Business-Based Selling entschieden. Not emotional wish dream shit, ja, also vielleicht, um etwas zu sagen, würde man sich für emotional Scheißzeugs entscheiden, und dazu, Jung, nicht Scheißzeugs, würde man sich für diesen Hook entscheiden. Das wäre dann etwas so, wie wenn man versucht, irgendwelche Nerds zu finden online und diesen dann irgendeine Dating-Plattform anzubieten. Machen wir nicht. Wir gehen hin und suchen effektive Lösungen für Business People. Und zwar, um Zeit zu sparen und um mehr Geld zu generieren. Logische Schlussfolgerung, wenn man in derselben Zeit mehr Dinge erledigen kann, ergibt logischerweise more money. Ja? Nicht emotional, sondern effektive Lösungen. Du erinnerst dich hier an mein Beispiel mit diesem Boiler hier. Geht das Ding an den Arsch, habe ich ein Problem. Das heißt, dieses Problem muss gelöst werden. Es ist eine effektive Lösung, die mir Zeit und Geld spart. Mir auch immer. Nun, und nochmals, wir haben bis jetzt noch nichts gemacht, außer diese Dinge zu eruieren. Mittlerweile, glaube ich, ungefähr 12 A4 Seiten. Wir gehen hin, und das Titel ist das Problem. People's Problems offer Solutions und eine Diamond Solution. Das heißt, was für Probleme existieren in diesem Markt, in dieser Industrie, in den Köpfen der Menschen? Welche Probleme kann das Angebot lösen? Und dann suchen wir uns eine einzige, the Diamond Solution. Eine einzige Lösung suchen wir. Und das wird dann halt später verkauft. Nun, wie geht's weiter? Punkt 2 ist eigentlich der wichtigste Teil. Hier geht es darum, wie komme ich zu diesen Dingen. Ja? Und dazu benötigen wir ein Skript. Dieses Skript beinhaltet BGQs, NAQs, NDQs, Safety Question. Diese Safety Questions ist nicht, um sicher zu gehen, ob hier etwas stimmt oder nicht, sondern um sicher zu gehen, dass du hier den Menschen nicht komplett zu Tode nervst. Ja? Sollte das okay sein? Next Questions, Safety Questions, um sicher zu gehen, dass du nicht nervst und den Typen nicht auf den Sack gehst. Ja? Und dann Qualifying Questions. So. Und eigentlich ist das der dritte Teil, ja, das ist der dritte Teil, das ergibt dann die Sales. Hier gibt es ungefähr 50 verschiedene Vorlagen zu jedem Einzelnen, und aus diesen Vorlagen nehmen wir die entsprechenden für diese Solution und passen die entsprechend an diesen Menschen, der die Fragen stellt, an, weil ich kann ja nicht jeder hingehen wie ich und sagen, hey Bro, hast ein Problem mit dem und dem, dann kauf das, ich weiß, worum es geht, ja. Das zweite ist, wir nehmen eine Solution, eine Business-Based-Selling-Lösung, weil da ist nicht der Mensch mit einem Vertrauen im Vordergrund, sondern diese Lösung, die wir mit diesem Produkt anbieten, behandelt oder löst ein effektives Problem. Und wir gehen hier auf das Problemlösung ein und nicht auf Vertrauensbasis, sondern das Produkt wird diese Lösung bieten. Punkt. Ja, da braucht es kein wirkliches Vertrauen zum Menschen, sondern ein Vertrauen darin, dass diese Lösung dann halt im Business funktioniert. So, jetzt aber, wie kommt man überhaupt zu jemandem, dem man diese Fragen stellen kann? Ja, wie funktioniert denn das? Das funktioniert folgendermaßen, nämlich mit Teil 3, was eigentlich Teil 2 wäre, aber es nützt ja nichts, wenn man Menschen anspricht und nicht weiß, was passiert. Deswegen ist meine Lernstruktur für Menschen, die mit mir arbeiten, so: Ich sage ihnen, was nach der Begrüßung passiert, damit sie vorbereitet sind. Und dann gehen wir ins Cold Calling, und das nennt sich Smart Conversion, Biz Talk, Qualifying. 2.1, hier geht's weiter. Und zwar entschieden für Phone und Skype via Facebook. Das heißt, in jedes Facebook gucken, via Messenger, haben von Problemen, Lösungen und gesprochenen oder gesagten Dingen. Dann geht's weiter, entweder zu Phone, zu Skype oder zu Zoom, weil es handelt sich um eine Lösung für 1000 Dollar. Das heißt, dieser Mensch hier wird wissen wollen, ob das denn auch so ist. Und das wird dann halt eben via Phone, Skype oder Zoom, habe ich hier nicht aufgeschrieben, via Zoom erledigt. Die Difference, was ist die Difference? Wir reden hier von Human in a Company, Human in a Company on Facebook, Human on Facebook.
Ein Mensch in einem Unternehmen ist nicht derselbe Mensch wie der Mensch, der vor einem Facebook-Account sitzt und schon gar nicht der Mensch, der in einem Unternehmen in einem, vor Facebook sitzt. Das sind drei komplett verschiedene Dinge, werden im Internet tagtäglich falsch gemacht. Wenn du ein Cold Call in ein Unternehmen führst, redest du nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Repräsentanten von einer Firma. Rufst du jemanden persönlich an, redest du mit dem Menschen. Facebook ist immer der Mensch und kein Human in a Company. The big difference, ja. Punkt, Regel Nummer 1, get attention for time. Punkt Nummer 2, get attention for offer. Dann wären wir dann hier. Punkt 3, get attention for presentation. Dann wären wir beim Zoom. Und da zeigst du die Solution, und zwar die Diamond Solution. Close the deal. Get your $1,000 in your bank account. So geht's. Alles klar? War jetzt so ziemlich rasch kurz runtergerattet. Du kannst an meiner Timeline sehen, dauert jetzt wieder 3-4 Stunden, um das aufzubauen. Oder 3 Stunden, glaube ich. Ja, und jetzt geht's weiter an dieses Skript anpassen, an den Menschen suchen, diese suchen und alles penibel vorzubereiten, bevor man auch nur einen einzigen Fuß aufs Gamefield setzt, weil sonst kriegst du auf die Fresse, du hast keine Ahnung. Macht keinen Spaß. Und das Geile ist, wenn ich ja daneben sitze bei so einem Personal Coaching, kann eigentlich gar nicht viel schief gehen, weil ich höre ja zu, kann es sehen und kann sagen, hier, so und so. That's the way it goes. Und das ist das, was ein Sales Angels Training ausmacht. All day, every day, all day, every day. I guarantee you, you can't lose with my help. Make sales or go home. Oder lerne es. Und geh dann heim. Aber zufrieden. Melde mich später nochmal. Immer noch Hip-Hop in den Ohren. Ja. Let's make some stuff, right? Let's make some stuff. Go for it. Ciao.